Willkommen zur nächsten Folge von Warum Wardin 8. Heute werden wir uns mit Tabsheets und Akkordeon beschäftigen. Was Tabsheets sind, ist eigentlich relativ bekannt. Also man hat oben eine Zeile mit verschiedenen Tabs, die man auswählen kann, und dann sieht man den Inhalt. Aber was sind Akkordeons? Akkordeons sind sowas ähnliches wie Tabsheets, bloß dass diese etwas anders aufgebaut sind. Tabsheets sind ja horizontal aufgebaut. Also die Tabs sind horizontal, man sieht es dann. Bei Akkordeons ist alles vertikal aufgebaut. Die Überschriften sind zwischen den Komponenten. Die Implementierung dieser beiden Komponenten ist sehr einfach. Weil es so einfach ist, werde ich auch noch einen zusätzlichen Punkt in diesem Video mit reinbringen. Und zwar Component Replacement. Das heißt, wir ersetzen ja laufend Komponenten. Wenn wir von einem Sheet zum anderen wechseln, dann ist es so, dass wir die Komponenten austauschen. Nun ist es so, dass eine Komponente in der Regel unabhängig sein soll. Im genauen Hinsehen werde ich euch zeigen, dass es nicht der Fall ist, auf jeden Fall nicht in dem Beispiel, was wir programmiert haben, und was man dagegen machen kann, wenn man dieses Problem hat. Werden wir also als nächstes uns kurz überlegen, wie unsere Anwendung auszusehen hat, die wir jetzt implementieren wollen. Also wir haben wieder unsere Menüzeile, unsere Komponente und da sollen jetzt zwei weitere Menüpunkte hinzukommen. Das einmal soll es Tab Sheets Example heißen und das zweite Mal Akkordeon Example. Tab Sheets, sehr einfach. Wir wollen unsere Tabs haben. Hier werden wir drei Stück nehmen. Dann wollen wir einmal im Calculator haben, dann unseren Artikel Table und einmal unseren Trigrid. Wenn wir auf Akkordeon gehen, dann wird das so aufgebaut sein, dass wir hier unser Akkordeon haben. Hier sind die Überschriften drin. Hier wird der Inhalt angezeigt, je nachdem, wie dieses Akkordeon aufgebaut ist. Aber auch hier haben wir wieder unser Calculator, unsere Artikel. Tabelle und wir werden unseren Tree hier einsetzen. Werden wir das jetzt erst einmal programmieren. Als erstes erstellen wir die Packages, dann unsere Klassen. Tab Example und Accordion Example. Das Tab Example soll von Vertical Layout erben und hat einen Konstruktor. Importieren wieder alle UI-Objekte. Als nächstes erstellen wir das Tabsheet. Das Tabsheet, das können wir jetzt mit Tabs erweitern, indem wir sagen ts add und dann Tabs. Und man sieht hier, man kann also verschiedene Sachen angeben. Man kann also eine Komponente direkt angeben, Komponente in eine bestimmte Position und Komponente mit Überschrift. Und wir werden hier in dem Fall einmal Komponenten mit Überschrift direkt wählen. Das heißt, wir werden jetzt hier unseren Grid-Calculator hinzufügen und geben den Namen Calculator an. Den müssen wir jetzt noch importieren. Weil das so schön einfach ist, werden wir auch direkt die nächste Komponente hinzufügen. ts add tab new Artikel Dialog Table. Wir nennen das jetzt Artikel Table. Wir können hier auch mal eine etwas andere Variante machen mit set caption, damit man sieht, dass es auch funktioniert. So, als nächstes werden wir noch den Tree hinzufügen. Auch hier wieder Add to New und dann Tree Example. Und dann setzen wir auch wieder die Überschrift. Die nennen wir jetzt Tree. Jetzt müssen wir noch das Tab Sheet hinzufügen in unsere Komponente. Und wir wollen gern, dass das Tab Sheet und die Komponente selbst maximal groß ist. Also Set
sizeFool und die Komponente ist auch setSizeFool. Was jetzt noch fehlt, ist der Menüpunkt Tab Example. Den fügen wir jetzt hinzu. Tab Sheet Example und dann New Menü Comment Tab Example Class. Jetzt haben wir es hinzugefügt und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Menü Comment Tab Sheet Example. Wir haben hier unseren Calculator stehen, der ist auch benutzbar. Dann haben wir unseren Artikel-Table, der ist soweit auch benutzbar. Und dann haben wir unseren Tree und der funktioniert auch. Also gucken wir uns nochmal Tab Example an. Paar Zeilen und wir haben einen kompletten Tab implementiert. Machen wir das gleich jetzt in Akkordeon. In Akkordeon, wir nehmen einfach hier den ganzen Kram raus und kopieren es rüber zu Akkordeon Example. Denn Akkordeon Example ist fast identisch. Natürlich machen wir jetzt noch ein paar kleine Anpassungen, damit das auch gleich ist. Also auch hier Vertical Layout. Hier erben wir von allem. Und jetzt wird hier der große Unterschied ist hier. Hier haben wir jetzt noch Tab Sheets. Und hier werden wir jetzt nicht Tab Sheets, sondern Akkordeon erstellen. Das heißt, es wird kein Tab Sheet, sondern ein Akkordeon. Und dieses Akkordeon Example, der muss natürlich jetzt in die Menüstruktur noch rein. Dazu kopieren wir die Zeile und ändern diese Zeile. So, jetzt haben wir es drin. Und schauen uns jetzt an, wie das Akkordeon jetzt aussieht. Wir haben Komponente, Akkordeon Example und hier ist unser Akkordeon. Jetzt sieht man, wie das Akkordeon funktioniert. Wir haben hier unseren Calculator, Artikel Table, der wird rauf und runter geschoben oder unser Tree. Auch hier wieder voll funktionsfähig, so wie man sich das vorstellt. Jetzt denkt man, alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir können wirklich damit wunderbar arbeiten. Aber der Teufel liegt wie üblich im Detail. Und jetzt werde ich mal eine Änderung machen, wo man denkt, das ist ja relativ einfach und das müsste das gut verkraften. Aber wir werden sehen, die Anwendung wird nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Dazu gehe ich in Tab Example rein und erstelle zusätzlich ein neues Tab. Und zwar jetzt nicht von dem vom Artikel Dialog Table, sondern noch dem vom Vorgänger. Modell. Das heißt, wo wir den Artikel innerhalb einer Komponente geschrieben haben und nicht als extra Dialog. Setzen wir hier List Artikel ein und setzen hier ein Set Caption und dann einfach Artikel List. Damit wir das unterscheiden können, werden wir hier oben Artikel Table, naja, das ist nicht so gut, machen wir daraus Artikel Dialog. Dann wissen wir auch, dass dieser Artikel hier oder dieses Tab mit dem Dialog zu tun hat. Und das hier mit der Liste. Und dann importieren wir das Ganze und schauen uns an, wie diese Anwendung jetzt funktioniert. Also Komponente, Tab Sheet. Hier ist unser Artikel List, Artikel Dialog, Artikel List. Machen wir Artikel List, alles wunderbar. Wir gehen auf Computer. Sehen auch, aha, das ist das, was wir auch erwarten. Geben hier 100 an, machen Back. Jetzt sehen wir die Liste, aber unser Tab ist weg. Das ist nicht das, was wir erwarten. Wenn wir jetzt noch zu Tab reingehen, Tab Sheet, dann ist sogar, oh Gott, unser Tab ist sogar weg. Das heißt, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr ärgerlich. Warum das der Fall ist, zeichne ich am besten mit einer Objektstruktur auf. Und zwar folgendes. Wir haben ja verschiedene Objekte, also Komponenten. Und die wichtigste Komponente, die wir haben, ist unsere MyUI-Komponente. Das sind jetzt Instanzen von Klassen, die ich hier aufzeige, also Objekte. Also MyUI ist das Wichtigste. Da werden alle Komponenten sind irgendwo von dort aus hinreferenziert. Dann haben wir unsere Main-Komponente, das heißt die Komponente, wo wir in MyUI alles reintragen. Und das ist ein Vertical Layout. Dieses Vertical Layout hat nun ein Tab Sheet drin.
Dies wiederum hat ein anderes Objekt drin. Und zwar in dem Fall Listartikel. Listartikel selbst hat wiederum eine Referenz auf die Komponente EditArtikel. EditArtikel, wenn es erstellt wird, hat eine Referenz zurück auf Listartikel. Was passiert, wenn bei EditArtikel die Routine DoBack aufgerufen wird? Schauen wir uns dazu mal die DoBack oder die Routine an, wenn man auf den Back-Button drückt. Also wenn DoBack aufgerufen wird, hier ist unsere DoBack-Routine, dann wird als erstes das MyUI ermittelt und als nächstes setzen wir die Komponente, also Back-Component, die uns übergeben wurde, in das UI rein. Also gucken wir uns nochmal an, was das in der Objektreferenz bedeutet. In der Objektreferenz passiert Folgendes. DoBack holt sich das MyUI und im MyUI gibt es eine Routine, die im Prinzip dieses V-Layout dann diese Referenz hier löscht und die Referenz, die vorher hier war, wird also hier hingezogen. Das wird gemacht bei dieser DoBack-Routine. Was passiert noch? Dieses Listartikel, diese Referenz bewirkt, dass diese Referenz leider verschwindet. Das heißt, aus dem Tab-Sheet verlieren wir den Listartikel. Und wenn wir über einen Menüpunkt als nächstes, also wir haben hier irgendwo unser Menüpunkt und der Menüpunkt sagt dann, okay, V-Layout soll wieder auf Tab-Sheet zeigen, dann wird ja das hier kommt dann weg, dann fehlt diese Referenz, die ist nicht da. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und wie können wir das jetzt lösen? Was ist eigentlich das Hauptproblem? Das Hauptproblem dadurch ist, weil wir hier einen Kontext haben, also hier haben wir einen Kontext in diesem Bereich. Und wenn wir hier das DoBack aufrufen, dann holen wir etwas außerhalb von diesem Kontext. Was wir jetzt benötigen ist, dass wir ihm sagen, du holst jetzt hier nicht aus der MyUI, also hier wird ja irgendwo MyUI aufgerufen, das lassen wir weg, sondern er muss es aus irgendeinem Environment herausziehen. Dass wir sagen Environment Z-Main Component. Und dieses Environment Z-Main Component, das muss im Endeffekt diese Referenz hier haben. Das heißt, wir brauchen ein Objekt. Ich nenne es mal hier. So ein Objekt brauchen wir. Das muss ein Environment sein. Das hat genau diese Routine Z-Main Component. Und das hat jetzt die Information, speziell dieses Teil, wohin es eigentlich die Z-Komponente reinsetzt. Er könnte die Z-Komponente zum Beispiel hier in das Tab-Sheet reinpacken. Oder, was auch möglich wäre, ich mache es mal gestrichelt, er könnte auch hierhin zeigen. Oder irgendeine andere Komponente, die sozusagen die Basis bildet für das Ändern oder das Ersetzen der Komponenten. Und dieses Set-Environment, das heißt, dieser Artikel muss eine Referenz auf dieses Set-Environment bekommen. Und wenn wir also unseren Artikel-List erstellen, beziehungsweise hier als Artikel-List, schon der Artikel-List muss die Information haben, okay, ich habe ein Environment. Das sieht hier natürlich jetzt ein bisschen wüst aus, deswegen lösche ich mal hier ein paar Sachen raus, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. So, jetzt haben wir es nochmal ein bisschen freigeräumt. Also, was passiert, wenn wir Tab-Sheet erzeugen, beziehungsweise einen List-Artikel erzeugen und wir wissen, dass wir Tab-Sheet eine Environment, also eine Umgebung haben, dann müssen wir List-Artikel nun das Environment übergeben. Das heißt, ein Objekt übergeben, ein Environment-Objekt, was also die Komponente ersetzt. Dieses Environment-Komponente hat also eine Referenz auf Tab-Sheet, weiß also, was es zu tun hat. Und dieses Environment-Objekt wird also dann durchpropagiert. Das heißt, alle Objekte, die innerhalb dieser Komponenten und Subkomponenten ist, haben eine Referenz auf Environment. Und kreieren tut es quasi nicht das Tab-Sheet selbst, aber in der Komponente, wo Tab-Sheet erzeugt wird, dieser ganze Komponentenbereich, dieser ganze grüne Komponentenbereich, der läuft jetzt in einem anderen Environment ab. Mit dem Environment-Objekt erreichen wir jetzt, dass wir eine Entkopplung von dem MyUI haben. Das heißt, das MyUI ist nicht mehr das zentrale Objekt hier, sondern wir haben ein Environment-Objekt, was dann halt
für List-Artikel und Edit-List-Artikel das Environment darstellt. Und wir haben eine Entkopplung quasi von dem grünen Part zu dem äußeren schwarzen Part. Also dieser oder der blaue Part hier ist jetzt unabhängig dann von dem grünen Part. Und das Verbindungselement ist die Environment-Variable. Wollen wir das als nächstes programmieren und sehen, wie das Ganze dann miteinander zusammenspielt. So, als erstes werden wir den Part 8 rüberkopieren zu unserem Part 11 und werden das Ganze umbenennen und sagen jetzt, dass dieser Part von Artikel ist. Und bei den Example hier, da müssen wir dann jetzt auch sagen, dass es nicht mehr von 8 ist, sondern halt wir importieren von dem anderen Paket, nämlich jetzt Artikelpaket. Diese Environment-Variable ist was, was man wirklich in einem allgemeinen Bereich reinsetzen sollte, weil das ist halt für die Implementierung ist es durchaus hierbei sinnvoll, wenn wir für dieses Environment-Objekt auch ein Interface haben. Das Interface nennen wir eApp-Environment, hat eine Methode, void setMainComponent. Und als Parameter werden wir eine Komponente einsetzen. Und wir schreiben jetzt hier mal einen Kommentar dazu. Replace the main component on the screen. Dieses Objekt ist also jetzt, beziehungsweise Interface, ist jetzt unser zentrales Interface zur Rückgabe von oder Setzen von Komponenten. Also gucken wir uns jetzt mal unser List-Artikel an. List-Artikel, der Konstruktor, der hat im Moment gar keine Komponente rein und wir sagen jetzt, ja, wir brauchen hier immer eine Environment-Variable. Weil wir die Environment-Variable hier später brauchen, in dieser Zeile, also außerhalb des Konstruktors, müssen wir diese als Klassenvariable speichern. Und wir müssen den Artikel-Component auch sagen, hey, du bist jetzt arbeitest auch in einem Environment. Auch hier müssen wir das Environment übertragen und das Environment wird jetzt in Artikel, also Edit Artikel Component, mit übergeben. Auch hier machen wir am besten das Gleiche. Das heißt, auch hier wird dann die Environment-Variable direkt in eine Objektvariable gespeichert. Und jetzt gehen wir hier anders vor. Hier holen wir uns jetzt nicht mehr das MyUI, sondern wir sagen über das Environment, dass wir die Komponente setzen. Jetzt haben wir eine Entkopplung von MyUI und der Artikel, also Edit-Artikel-Komponente und der List-Artikel. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Verbindung gelöst, die vorher vorhanden war. Auch hier sehe ich gerade, auch hier haben wir MyUI, auch hier setzen wir das weg, also löschen das raus und sagen, wir werden über die Komponente Environment setMainComponent das Ganze einsetzen. Wenn wir es jetzt abspeichern, werden wir bei TabExample einen Fehler haben. Jetzt müssen wir bei Listartikel ihm ein Environment übergeben. Dieses Environment ist aber nur ein Interface. Das heißt, wir brauchen eine Implementierung dafür. Das heißt, wir brauchen eine Implementierung des Interfaces eApp-Environment. Weil wir hier in diesem Fall dieses eApp-Environment oder dieses Ersetzen, was Allgemeines ist, werden wir hier jetzt auch eine allgemeine Klasse schreiben, die also mehr kann als nur ein bestimmtes Tab austauschen, sondern wir werden jetzt eine Komponente schreiben oder ein App-Environment schreiben, was ein bisschen mehr kann. Das zeige ich am besten hier in dieser Grafik nochmal. Dieses Environment, dieses Tab-Sheet, hat ja einen Verweis auf List-Artikel. Das ist nicht ganz optimal. Besser wäre es, wenn wir bei den Tabs, also wir haben ja ein Tab-Sheet, wir haben unsere Tabs, oder Tab und dann zeigt normalerweise das auf eine Komponente beziehungsweise die Komponente hier, die wir hier oben definiert haben, das Listartikel. Wenn wir hier jetzt eine Zwischenkomponente reinsetzen, die Vertical Layout zum Beispiel und dann erst unsere Komponente reinsetzen, also Listartikel, dann haben wir die Möglichkeit, das Tab, ohne dass wir irgendwelche Routinen mit Tabs machen, direkt im Layout sagen, okay, du hast jetzt erst ein List-Artikel, dann zeigst du auf eine andere Komponente, dann zeigst du auf Edit-Artikel und dann wieder zurück auf List-Artikel und das Ganze läuft über dieses Layout ab. Das heißt, die Environment-Variable braucht zwei Referenzen,
einmal die Referenz hier drauf und er hat eine Referenz auf die aktuelle Komponente. Das heißt, es kann diese Komponente sein, aber es kann genauso gut irgendeine andere Komponente sein, auf die er zeigt. Wozu brauchen wir jetzt die Referenz auf die aktuelle Komponente? Wenn wir eine neue Komponente hinzufügen, dann müssen wir wissen, welche Komponente wir aus dem V-Layout nämlich löschen müssen. Nämlich die, die hier in dieser Zuordnung quasi festgelegt wurde. Wenn er das weiß und sagt, es soll jetzt diese Komponente werden, dann löscht er erst diese Komponente raus, verliert die Referenz und setzt die neue Referenz. Als nächstes setzen wir die Main-Komponente, also die Komponente, wo die ganzen Komponenten oder wo wir unsere Komponenten gerne gespeichert haben möchten. Und die müssen wir einfach zwischenspeichern. Die wird ja übergeben am Konstruktor. Hier haben wir ja ein Abstract Order Layout. Das müssen wir noch importieren und durchführen. Natürlich muss auch ein Abstract Order Layout hier übergeben werden. Und damit haben wir erstmal unsere Datenstruktur soweit fertig. Was jetzt noch fehlt, ist unsere SetMainComponent. Bei SetMainComponent, was wollen wir da als machen quasi oder was wird der Standardfall sein? Der Standardfall wird sein, dass wir ein MainComponent nehmen und wollen gerne die alte Komponente, also die EmbeddedComponent, mit der Komponente, die wir übergeben, ersetzen. Und danach setzen wir die EmbeddedComponente gleich der Komponente und dann ist gut. Aber es ist noch nicht ganz fertig, diese Routine. Denn wir haben einen besonderen Fall, den wir noch nicht berücksichtigt haben. Was ist, wenn wir das erste Mal das aufrufen? Dann ist nämlich Embedded Component, nämlich noch 0, weil wir haben ja noch keine gesetzt. In diesem Fall geht man am besten hin und sagt dann, wenn diese Komponente gleich 0 ist, also Embedded Component ist gleich 0, dann wird sie nicht ersetzt, sondern wir setzen einfach in den Main Component die Komponente hinzu. Machen hier noch ein Else. Jetzt haben wir die Routine quasi fertig. Jetzt machen wir noch eine kleine Optimierung. Was ist denn, wenn die Komponente, die embedded ist, mit der Komponente, die drin ist, gleich ist? Dann wäre ein Replacement vielleicht negativ. Wir wissen nicht ganz genau, was passiert. Also macht es durchaus Sinn zu sagen, wenn diese Routine ungleich der Main Component ist, nur dann macht es Sinn, überhaupt diese Routine aufzurufen. Dementsprechend klammern wir das Ganze nochmal in einer if-Abfrage rein. Jetzt haben wir unseren App Environment, unsere Klasse geschrieben, wo wir dann unser Environment-Objekt erstellen können. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz hier drauf schauen, wir haben aber gesagt, Tabs sollen zu V-Layout und nicht direkt auf irgendwelche Komponenten zeigen. Und zwar hier in diesem Fall, wenn wir ein Environment brauchen. Das müssen wir jetzt implementieren. Und zwar gehen wir hin und sagen, okay, wir brauchen als erstes mal unseren Vertical Layout. Diesen Vertical Layout setzen wir die Margin auf False, weil wir wollen keine zusätzlichen Render deswegen haben. Und wir erstellen jetzt unseren Application Environment. Environment, Application Environment gleich New Application Environment. Und was übergeben wir ihm? Wir übergeben ihm natürlich das Vertical Layout. Jetzt müssen wir noch ein bisschen importieren. Was müssen wir als nächstes machen? Wir gehen jetzt hin und sagen, okay, das List-Artikel, dieser List-Artikel, der ist jetzt nicht mehr im Tab drin, sondern im Tab ist der Vertical Layout drin. So, jetzt haben wir unseren Vertical Layout erstellt, wir haben unseren Environment erstellt, das Tab so adaptiert, dass es diesen Vertical Layout darstellt und jetzt ist es sinnvoll, dass wir unsere Komponente Listartikel dort eintragen. Aber jetzt wichtig, wo tragen wir es ein? Wir sagen bestimmt nicht VL add Component und dann so weiter, Listartikel, das wäre verkehrt. Warum ist es verkehrt? Ja, weil dann das Environment gar nicht weiß, dass überhaupt dieses Objekt drin ist. Es würde also immer drin bleiben. Nein, wir müssen jetzt schon über die Environment-Variable gehen und sagen, okay, Environment, Set, Main Component
Und zwar jetzt die Komponente reinsetzen, die wir wirklich sichtbar haben wollen. Und hier sagen wir jetzt New List Artikel und übergeben ihm die Environment-Variable. Schauen wir uns jetzt das Programm an, ob es das tut, was es jetzt tun sollte. Gehen wir auf Komponente, Sheet Example, Artikel List. Wir selektieren hier die Table, Table Super nennen wir das Ganze, gehen auf Back. Und hier steht jetzt Table Super, Artikel ist da. Wir arbeiten jetzt quasi in dieser Tab fast vollständig, als würden wir ganz normal die Anwendung haben. Jetzt haben wir eine gute Entkopplung hinbekommen zwischen der Rest der Applikation und diesen beiden Komponenten. So, überlegen wir uns nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben Tabs erstellt, wir haben das Akkordeon erstellt und wir haben eine App-Environment eingeführt, damit wir eine Entkopplung von bestimmten Komponenten zur Rest der Anwendung hinbekommen. Mir ist klar, dass dieses recht kompliziert ist und nicht direkt verständlich, aber es ist sehr wichtig, dass man diesen Part versteht und mit welchen Techniken und Tricks man diese Probleme, die man da hat, einfach lösen kann. Wichtig ist nur, dass man sich eine Lösung überlegt, die smart und mächtig ist. Was sind nun die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind, leider ist diese Serie von Warum war die 8 jetzt beendet? Das war jetzt die letzte Folge. Aber das heißt noch längst nicht, dass jetzt alles beendet ist, sondern ich werde weitere Videos machen, die sich aber jetzt hierbei auf Tipps und Tricks konzentrieren und nicht in eine Einführung oder warum ist Wadin 8 so toll. Ich denke mal, das wird jetzt klar sein, warum Wadin 8 so toll ist. Aber ich denke, jetzt habt ihr eine Grundlage, wo ich nur sagen kann, schreibt eure eigenen Applikationen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so gebt mir einen Daumen hoch oder gebt mir eine konstruktive Kritik im Kommentarfeld. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schreiben eurer eigenen Applikationen.